Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Jetzt weiß ich gar nicht, jetzt kamen auch noch irgendwelche DLCs. Es sind irgendwie gerade aktuell drei DLCs im Dixabums da. Dann wollen wir mal das hier gucken. SCS Software. Also, ist ja gut, Leute, ist ja gut. So, hier. Bam. SCS Software. Bam. So. Project. Dann Euro Truck Simulator. Und, ja genau, das ist ja auf ewig verschoben. Okay, dann war es mit dem 3. Oh, okay, okay. Genau. Quiz. Was auch immer das ist. Aber wichtig ist halt hier dieses Nordic Horizons. Und das ist das Ding, was halt Skandinavien nach oben erweitern soll. Und da bin ich schon richtig gespannt drauf. Das wird Brüller. Ich weiß gar nicht, was ist Greece? Wo ist das? Ach, Griechenland war das. Ach, okay. Gut, weiß ich auch immer noch nicht, wo das ist. Griechenland. Hä? Ach, da unten. Was? Weg. Aber haben wir da unten nicht bereits alles? Ah, nee, stimmt, wir haben nur bis hier. Die Grenze haben wir. Das ist ja das Ding, was jetzt hier erweitert wurde. Okay, Griechenland haben wir noch gar nicht. Aha. Jedenfalls, Istanbul ist ja unten so dieser Zipfel. Und da geht es wohl noch weiter runter. Wo ist eigentlich der Äquator? Das ist der Äquator? Wow. Sind wir doch noch ganz schön weit. Ich dachte, hier die Länder hier unten sind schon relativ nah am Äquator, aber zum Äquator sind doch noch in den ganzen Stücke hier. Naja, okay. So. Ja. Okay. Auf mein TV schon wieder ein schönes Bild, was ich euch nicht zeigen darf. Sehr schön. Na, wobei, könnte ich wahrscheinlich sogar auf YouTube zeigen, aber kriege ich wieder böse Elternbriefe. So, ich bin mal gespannt hier, mal kurz. Map. So. Tatsächlich, stimmt, hier unten fehlt noch der ganze Zipfel. Okay. Das ist also ein relativ kleines DLC, ne? Wenn man mal so bedenkt, die Fläche kam ja hier jetzt über diesen Westbalkan-DLC dazu. Da ist also das im Vergleich relativ wenig. Das heißt, das DLC könnte relativ schnell kommen. Und ich bin echt mal gespannt, wie groß denn die Fläche wird, die hier erweitert wird. Das wäre natürlich richtig schnieke. Vor allem bin ich mal gespannt, ob bald mal hier irgendwas kommt. Gehört das noch zu Europa? Ja, ne? Ja, wie gesagt, das hier wird wahrscheinlich nie kommen. Ich persönlich bin ja der Meinung, ja, ist halt schwierig, ne? In dem Moment, wo SCS Software das DLC veröffentlicht, haben sie ja bloß die Möglichkeit, entweder wird es für die ein komplettes Verlustgeschäft, weil sie sagen, okay, alles, was wir daran verdienen, spenden wir zum Beispiel der Ukraine. Oder aber sie sagen, okay, nee, wir spenden nur so und so einen großen Teil, zum Beispiel den gesamten Gewinn oder so und so viel vom Gewinn. Das Problem ist, ne, sobald sie halt nicht alles an die Ukraine spenden,
ne, hat man dann natürlich wieder ein Imageproblem, weil es dann natürlich wieder heißt, die bereichern sich an Russland und damit unterstützen sie auch irgendwo den Krieg. Ja, gibt es ja immer Leute, die so, ne, Sachen so ein bisschen auslegen können. Böswillig. Weil ich meine, das DLC war halt schon in Arbeit, bevor der Krieg losging, so. Das heißt, ja, SCS-Software hat da jetzt eine Menge Geld reingesteckt in die Erstellung. Und kurz bevor es rauskam, war dann auf einmal alles für die Katz. Ach ja. Ach, Russland ist einfach dumm. Zumindest die Machthaber davon. Unser netter Herr Putin. So, soll uns aber hier nicht weiter stören. Wir fahren jetzt zum nächsten Auftrag. Gute 100 Kilometer. So, erstmal bam, bam. Zeit zu gehen. Warum wurde beim Abladen unsere Achse wieder hoch runtergelassen? Da wird doch der Auflieger nur leichter, nicht schwerer. Seht ihr dumm? Na gut, außer die sind mit so einem Gabelstapler ähnlichen Dings auf dem Hänger rauf. Oh! Verdammt! Ich hatte noch gehofft, der Hänger fängt sich, aber leider war die Leitplanke doch zu nah. Verdammt. Der gute Auflieger. Gab Lackschaden? Nö. Kein Lackschaden. Alter, die ist völlig überblendet hier, ey. Holy shit. Das ist aber wieder eine riesige Brücke, ey. Holy shit. Schönen alten Busse. Ich meine, damit fahren will ich nicht. Die Dinger sind scheiß unbequem. Aber sehen zumindest schön aus. Was tut man nicht alles für seinen eigenen Nostalgie-Flash? Das sieht ja auch verrückt aus. So ein Autobahnkreuzung kennt man normalerweise nur von Amerika. Und da sind ein paar Straßen im Bau, sehe ich gerade. Gut, kann man jetzt nicht mehr wirklich sehen, aber da links von uns. Bremst doch nicht. Junge, ich fall dir gleich in deinen scheiß Hacken rein. What the fuck? Okay, der Windrad von dem Bus war gerade interessant. Schon wieder rechts. Ich wollte heute noch nicht zur AfD. Klappe jetzt. Bitte rechts halten. Noch einmal das Wort rechts. Dann reicht's mir. Ach so, ja, wir sind ja schon da. Stimmt, der war da bis 100 Kilometer. Irgendwie weiß ich gerade schon, dass wir bei unserer Mission, also bei der eigentlichen Lieferung sind, aber war ja erstmal nur Anreise. Biege nach rechts ab.
Oh, komm auf hier. Was war das gerade schon wieder? Ich stand gerade gefühlte 2 Sekunden auf der S-Taste und der rollt einfach in den Zaun. Manchmal reagiert das Bremssystem irgendwie nicht so, wie eine Bremse reagieren sollte. Lach ich mal. So, achso, dann müssen wir. Oder kann ich schon wieder losfahren? Schon ist wieder dunkel. Fast. Also zumindest Nacht. Wir haben eigentlich geladen. Auch wieder 5 Tonnen. Schon wieder medizinischer Impfstoff. Biege nach links ab. Das ist ja so irgendwie so das Maximale, ne? Also, zumindest bei meinem privaten Spiel. Habe ich irgendwie das Gefühl, sobald die alles voll hast. Ist das, was am lukrativsten ist, immer dieser medizinische Impfstoff. Da kriegst du immer am meisten raus. Deswegen hast du ja auch, ne, wenn du Preis nach Strecken da machst, hast du immer, wird die Liste immer mit medizinischen Impfstoffen angeführt. Also, ist nur das. Der Vorteil ist natürlich, ist schon leicht, ne? Da kommst du relativ schnell voran. Wieder Aufliegerschaden. Jetzt treffen wir langsam. Manchmal der Auflieger, 3% schon. Das ist aber nicht so nett. Wer designt bitte schon so hässliche Laternen? Was ist das? Soll ein Zahnstocher darstellen oder was? Oder so eine Haare auf dem Kopf? Frisch gebürstet? What the fuck? Ist das noch Kohns oder kann das weg? Rechts halten und dann links halten. Bitte links halten. Ich meine, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, guck mal, was für süße Autos die Russen fahren. Okay. Klang jetzt gerade fast wie eine Beleidigung. Also, das süß war jetzt im positiven Sinne gemeint. Die kleinen Käfer und so sehen halt süß aus. Ist halt schöne Fahrzeuge. Aber auf der anderen Seite sieht man gerade dadurch auch, wie weit abgeschlagen Russland eigentlich ist, was so Modernität angeht. Weil so eine Fahrzeuge ist in Russland halt tatsächlich Standard so. Deswegen, so schön wie die Busse auch aussehen, zum Beispiel, ne? Wie gesagt, freiwillig damit fahren würde ich nicht.
Aber sie sieht halt schön aus. Ja, wenn du eine Nostalgie-Flash haben möchtest, brauchst du nicht ins Museum gehen, sondern du kannst einfach nach Russland fahren. So, das ist Großgebietmuseum. Und ich sag mal so, dadurch, dass sich jetzt die gesamte Wirtschaft in Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, ne, also ich meine, die Wirtschaft in Russland ist halt gerade komplett am Boom, so, die haben eine Inflation, davon können wir gerade mal träumen. Problem ist halt, wie gesagt, die Wirtschaft, die dort gerade boomt, ist eine Kriegswirtschaft. Das heißt, für den Otto-Normalverbraucher dort sind gerade sehr üble Zeiten. Das heißt, diese ganze Abgehängtheit von der Modernen wird sich in den nächsten 10, 20... Der Auflieger hat gar keine... Ich wollte gerade sagen, der Auflieger hat gar keine Räder. Der hat schon wieder keine Räder. Amanakoim? Was ist denn da los? Ja. Das heißt, dass Russland so technologisch abgeschlagen ist, wird sich in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht ändern. Also, sehe ich nicht. Immer geradeaus. Klar, vom, ne, also jetzt von der Forschung her sind sie jetzt nicht unbedingt. Rechts abbiegen. Also die könnten auch bessere Sachen bauen. Problem ist halt, denen fehlen halt die Mittel dafür. So. Biege nach rechts ab. Die gesamte Industrie ist dort so blank. Immer geradeaus. Wie gesagt, sowas ist dort an der Tagesordnung. Und das über die nächsten 10, 20 Jahre auch locker so bleiben. Wenn sich nicht Russland sogar mit dem Krieg komplett verbrennt. Und es in 10, 20 Jahren gar kein Russland mehr geben wird. Ist das frei? Ja, wie gut aus. Losfahren müssen.
jetzt rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ach, unsere Rille ist wieder aus. So. Also wieder die Achse hochheben. Fenster! Aber. Ich habe irgendwie das Gefühl, je langsamer der LKW fährt, desto schlechter geht die Bremse. Da haben wir jetzt echt Hose, weil wir sind Autobahn hier. Vor allem aber auch nicht immer, ne? Meistens geht's ja, aber ab und zu. Ich meine, der ist ja gerade wieder fast an die Schranke rangerollt, also. Holy shit. Biege nach links ab. So, wie sah ich jetzt überhaupt hier aus? Oh, wir haben gerade 20 Stunden Reserve. Da ist nicht viel. Hallo, warte mal. Achso, siehst du, wir fahren auch nur mit der Fähre, ne? Ah. Die Frage, ob wir überhaupt schlafen sollten zwischenzeitlich. Weil das Bett ist schon ganz schön blau. Warte mal ganz kurz. Ah ne, bis auf 4 haben wir noch ein Stück. Na gut, 3 Stunden. Könnten wir tatsächlich schaffen in einem Abwasch. Ah. Wir sind aber ein bisschen spuren hier. Weil wir haben auch noch weniger als 3 Stunden, bis das Bett rot wird. Geht auch langsam unter. Sonnenuntergang sieht schon echt geil aus. Ich wünsche mir immer noch eine Option, wo man sagen kann. Wobei, nee, kann man nicht. Okay, wird nicht funktionieren. Dass quasi der Sonnen, also während Sonnenaufgang und Untergang die Zeit langsamer vergeht. Problem ist, der Map-Maßstab ist ja fest. So.
Und damit auch der Maßstab, mit dem die Zeit vergehen würde. Wenn du auf einmal anfangen würdest, die Zeit zu strecken, dann müsste wieder auch das Fahrzeug langsamer fahren oder die Strecke an der Stelle einen kleineren Maßstab haben. Also, ja, geht nicht. Ich bin Kindergeburtstag, Leute. Wart mal. Könnt ihr euch wenigstens mal eine Spur frei halten hier? Mit 110 tuckern die hier lang, Alter. Gibt's doch ja nicht. Bald müssen wir auf tanken. Okay. Ich glaube mal, selbst diese Map dürfen wir wahrscheinlich nicht schaffen. Ey, lass mich mal Feuer. Hacke. selbst diese. Hä? Diese Map? Diese Mission dürfen wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen mit dem Sprit. Da wir, weil wir so schnell fahren, doch wesentlich höhere Spritverbrauch haben als das, was das Ding da als Rechengrundlage nutzt. Von daher schaffen wir definitiv nicht mal, also die 1000 Kilometer schaffen wir definitiv nicht. Und selbst die 740 Kilometer, die wir noch drauf haben, na, könnte knapp werden, weiß ich nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall bald mal tanken. Oh, da dürfen wir natürlich wieder auch abbiegen. Oh, es sind auch noch links abbiegen. Ich glaube, mein Schweinpfeif. Womit habe ich das verdient? Ja, wenigstens ein paar Material auf die Straße. Jetzt fahr doch mal, Alter. Das. Ich muss doch wenigstens bis zum Strand kommen in der Folge, aber. Ah ja. Also bis zum Hafen. Hä? Warum blieb ich?
Also diese Frage ist, wo können wir eigentlich am Strand pennen? Achso, Quatsch, nee, wir wollten ja gar nicht pennen. Ja, okay, ja, Moment. Jetzt wollte ich gerade schon, bevor wir auf die Fähre gehen, pennen gehen. Aha. Ey! Ah, seht ihr? Genau das meine ich. Ich hänge ja jetzt voll drinne. Ich hänge ja nicht mal drinne. Das ist so blöd mit der Stoßstange. Warum nicht einfach gegenfahren und was das? Ich meine, wenn diese Stoßstange eh nichts bringt, ne, im Sinne von Schadensberechnung. Warum hat das den Dingen überhaupt eine Kollisionsbox? Warum kann man die nicht einfach transparent. Also. Okay. Ne? So, dass es halt nichts macht. Ach, mein Näschen. Ah! Achso, ja, ich höre irgendwas. Keine Ahnung, wenn wir zuletzt mal schnell gespeichert haben. Vorgestern? Ja, sag ich doch. Ah, schon 1 Uhr. Ja. Gutchen, dann würde ich ja. Genau das. Ich brauche Feierabend. Von daher. Bis morgen.